Συνάδελφος Ίνενχάουζερ. Ja, herzlichen Dank. Wir sollten eigentlich nicht vergessen, wie das Abkommen zustande gekommen ist. Die Amerikaner haben vor einigen Jahren illegal die Bank-SWIFT-Daten von den Europäern abgesaugt. Und was hat die Europäische Union gemacht? Sie hat dieses Vorgehen nicht sanktioniert, sondern sie hat es belohnt, indem sie es im Nachhinein legalisiert hat. Also die Antwort auf die Frage, ob wir dieses Abkommen suspendieren sollen, ist für mich persönlich ganz einfach. Ja, selbstverständlich. Und ich gehe auch so weit, dass ich sagen möchte, dass wir dieses Abkommen auch kündigen sollen. Und was mir jetzt in dieser Debatte auch zu kurz kommt, ist einfach die Ehrlichkeit. Wir sollten auch so ehrlich sein, um festzustellen, dass wir mit der Suspendierung dieses Abkommens, mit dem Untersuchungsausschuss, den wir im Parlament haben, mit der Nominierung von Edward Snowden für den Sacharow-Preis, das eigentliche Problem gar nicht lösen. Was ist denn das eigentliche Problem? Das Problem ist doch bitte, dass wir den Menschen zu Datenobjekten degradieren. Diese Objekte werden dann von Unternehmen, von Sicherheitsbehörden ganz beliebig überwacht und gehandelt. Der Mensch verliert dadurch seine Würde, er verliert seine Grundrechte und er verliert schlussendlich seinen Status als Rechtssubjekt. Die Beziehung zwischen Staat und Bürger erodiert zunehmend. Sie ist geprägt von Angst und schlussendlich von pauschalisiertem Misstrauen. Was brauchen wir? Wir brauchen endlich eine riesengroße Vision. Eine Vision, die so groß ist wie die Mondlandung. Wir brauchen eine Vision, die so groß ist wie die Eroberung des Weltalls, die so groß ist wie die Entdeckung von Amerika. Und das geht nicht durch Untersuchungsausschüsse, sondern das geht schlussendlich, dass wir die großen Fragen beantworten. Die großen Fragen von Internet Governance, die großen Fragen von Internetinfrastruktur, die großen Fragen von der Internetwirtschaft und schlussendlich auch die großen Fragen der datenschutzfreundlichen Forschung. Wir brauchen endlich diesen großen Wurf. Die Herren von den NSA lachen sich tot, wenn sie unsere Debatte verfolgen. Würden sie das nicht tun, hätten wir nämlich auch kein Problem. Danke. Thank you very much. Συνάδελφος Van den Kamp. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik wil op de eerste plaats, het is een beetje tegen mijn gewoonte in, een compliment maken aan de commissaris voor de manier waarop ze er bovenop zit op dit dossier. Ik denk dat de Amerikanen het wel heel